ist die stillste Zeit des Tages im Musikgymnasium Belvedere. Nur wenige lassen sich gleich vom frischen Brötchenduft locken. Lukas aber hat sich richtig auf diesen Tag gefreut. Schließlich ist es sein Tag. Aber wie wird er werden hier im Internat? Unser Geburtstagskind, hier sitzt ganz alleine am Tisch. Jakob, alles Gute zu deinem Geburtstag. Oh, Lukas, ja? Oh, Entschuldigung. Ja, viel Erfolg in deiner Musik. Ja? Danke. Wünsche ich dir viel Gesundheit, alles. Eine Kleinigkeit von uns, ja? Danke. Alles klar. Ui, ui, ui. Die kleine Überraschung aus der Küche wird nicht die letzte sein für Lukas an diesem Tag. Klasse 5-6 hat in der ersten Stunde Zeichnen. Danke, Joel. Jetzt kannst du. Du hast so einen schönen Pinsel. Da kannst du jetzt mal deine Blüte setzen. Hast noch viel Platz? Ja, nimm ruhig noch etwas Wasser hinzu. Es ist fertig. So, Lukas, alles Gute für den heutigen Tag. Ja? So. Ich glaube, das ist der schönste Blumenstrauß, den ich in meinem Leben bekommen habe. Ja. Und bekommen werde. Bitte Danke. Sehr. Alphabet. Was? Ach du Schande. Für Joshua ist das Italienisch-Buch noch ein Rätselheft. Die meisten aus seiner Klasse haben schon 2 Jahre Vorsprung. Er fängt erst jetzt in der 9. an, mit der Sprache der Musik. Quello che voglio sapere sono più informazioni possibili. Ich glaube, der Italienischunterricht wird ziemlich anstrengend zuerst, weil die sind ja 2 Jahre weiter. Aber ich hatte Latein jetzt auch schon 2 Jahre. Da gibt es ja ziemlich viele ähnliche Wörter. Deswegen wird es mir vielleicht leichter fallen als den anderen neuen Schülern hier. Jede Gruppe stellt eine Person vor. No? Machen wir so. Ob das Latein dafür reicht? 15 bis 20 Minuten. Mathe gehört nicht wirklich zu den Lieblingsfächern der Klasse 5-6. Das weiß auch Frau Licht, die Klassenlehrerin. Ganz kurz, was wir heute machen. Erstens gebe ich euch die Klassenarbeiten zurück, sage ein bisschen was dazu. Der Durchschnitt dieser Klassenarbeit beträgt 3,0. Ist also nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ihr schaut bitte jetzt alle mal, gibt's mal bitte den Herrn Ayon dahinter, wo eure Probleme ganz speziell liegen. Und dann können wir noch mal schauen. Wow, ich habe eine 2+. Ja, wie viele Punkte hast du? Ich habe 19. Als ich die Mathearbeit zurückbekommen ist, da habe ich nicht so sehr gefreut, weil ich Note 3 habe. Eigentlich ist das sehr gut, aber immer 3 geht ja auch nicht. 2. Nein. 1. Nein. 1-. Quatsch. 2-. Nein. 4+. Nein. Ich habe auch keine 5, ich habe auch keine 6. Hallo. Lass den Johannes ein. Wenn er es dir nicht sagen möchte, akzeptiere es einfach. Ja? 4-. Nein. Ich kann nach Hause fahren. Ich kann nach Hause fahren. In Klasse 7 geht es auch um Noten, allerdings um musikalische. TG steht auf dem Stundenplan, also Tonsatz und Gehör bei Herrn Herzog. Wer kann noch mal kurz Horngang erklären? Pauline? Also die erste Stimme ist in Sekundenschritt. Mhm. Es gibt Gegenbewegung, ja, und es sind Quinten. Nee, beim Horngang ist gerade keine Gegenbewegung. Nicht? Nee. Also, wenn die Sekundenschritte aufwärts gehen, dann geht das Sechste, Quinte, Terz auch aufwärts. Ach ja? So? Nicht so, sondern so, wie wir es hier haben in unserem Beispiel. Das ist nicht unbedingt mein Lieblingsfach, weil das ziemlich schwierig ist. Solche Sachen hatte ich noch nie und die anderen wissen das alle schon. Und da macht er halt zügig den Stoff durch und wir sind fertig und ich habe es nicht verstanden. Und
dann muss ich immer noch mal fragen und verstehe es immer noch nicht. Und das ist schon ziemlich schwer. Das sind nämlich alles total neue Sachen. Italienisch ist auch neu. Für Joshua. Tutti pronti? La Präsentazione. Dei nuovi compagni di classe. Kaspar? Ist schon besser, wenn Kaspar den Vortrag hält. Lui ha una sorella e un fratello. Lui abita a Weimar. Lui disegna volentieri. Lui è sportivo. Also ich war schon ziemlich beeindruckt von den ganzen Schülern, wie die das schon alles konnten. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Aber ich hoffe, das wird sich schnell ändern. Deine Hausaufgaben, ne? Eine Aufgabe. Das war's. Das ist jetzt also das Ausmultiplizieren. Das stimmt jetzt noch nicht. Das alles hat sie richtig gemacht, bis dass sie auf 12 mal 14 dann gemacht hat. Weil 12 plus 4 sind 16. Dann muss sie 12 mal 16 machen. Und das ist, glaube ich, auch Hanyols Grundproblem, dass er immer so schnell rechnet und dann sich immer mal verrechnet. Ne? Muss er ein bisschen mehr Zeit geben, Hanyol. Ja. Ne? Gib dir ruhig ein bisschen mehr Zeit, beim Schreiben vor allem. Ich glaube, du rechnest manchmal richtig und schreibst es dann falsch hin. Okay. So, dann wünsche ich euch noch eine ganz schöne Woche. Gibt es was Schlimmes diese Woche noch? Klassenarbeit? Ja. Was denn? Nicht stöhnen. Einfach mal so nehmen, wie es ist. Da kommt nicht schlimm, Ort. Einfach. Wie ist dein Sach? Nee, Lukas. Vergesse ich noch alles. Ich gerne deine Instrumente. Also gibt es ja gar nicht. Ein bisschen mehr Mühe. Ja. Irgendwann ist auch der längste Schultag zu Ende. Am Nachmittag geht Geburtstagskind Lukas auf dem schnellsten Weg in die Mensa. Die ganze Familie ist gekommen. Das ist das schönste Geschenk. Mein allerherzlichsten, alles Gute, für die Gesundheit, pass schön auf dich auf. Viel Erfolg, was dir da immer so wünscht. Mein Dicker. Alles Gute, vor allem Gesundheit, Gottes Segen, langes Leben, gute Musikerfolge. Und denk dran, ne? Die werde ich schön haben. Mein Süßer. Den Geburtstag ohne meine Eltern hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Weil wenn ich nicht gewusst hätte, dass meine Eltern gekommen wären, da hätte ich wirklich Heimweh gehabt. Und da wäre der Morgen für mich gleich schlecht losgegangen. Geburtstag ohne Eltern, nee. Das könnte ich mir ganz einfach nicht vorstellen. Willst du erst mal auspacken? Ja. Guck, hier habe ich ein was unausgepackt, genau. Nagels Musikarchiv, Karl van Dittersdorf. Karl van Dittersdorf. Konzert für zwei Violinen, Cembalo und Violoncello. Oh, danke. Das hat die mir so sehr gewünscht. Zeig's mal bitte. Oh. Hier liegt da noch eine Seite dran, ne? Ja. Sag mal. Oh, das ist ja schön. Oh, cool. Jetzt umarme ich meinen Papa. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Lukas. Happy Birthday to you. Super. Dass so ein Geburtstag so gefeiert wird, also richtig mit Kaffee trinken. Nee, das wusste ich wirklich nicht, dass es an so einem Internat sowas überhaupt gibt. Ich dachte immer, das Internat ist dann Hallo, guten Morgen, gratulieren und dann ist wieder alles vergessen. Nö, aber so, dass man so den Geburtstag halt feiert, hätte ich nie gedacht. Joshua darf im Ensemble mitspielen. Aber das bringt Terminstress. Vielleicht weiß Pate Fabian Rat. Müssen wir mal gucken, jetzt, wie man das machen. Genau. Gut, okay. Und wegen der Ensembleprobe heute. Die ist um 3:30, ne? 3:30, ja. Weißt du auch wo? Da drüben im Muttershaus. Ja, okay. Weil ich habe nämlich schon um 15.50 Uhr Unterricht wieder. Chemie, was mache ich da jetzt? Ja, weiß ich nicht.
Sagst einfach, du hast Hauptfach. Wenn du Chemie hast, dann ist das... Ja, ich habe das aber schon mal gemacht und der Lehrer war nicht so... Also, ihr habt bei Frau Licht, ne? Ja. Und da war es nicht so begeistert, nee, oder was? Ja, und dann weiß ich... Tja, also eigentlich geht das immer, weil... Das also ist schon, ich meine, es ist schon wichtig. Ist hier die Musik vorgezogen? Ja, eigentlich schon. Also halt Chemie ist da eigentlich in der Essens nach dem Orchester kann ich ja die Frau Licht nochmal suchen. Ja, frag sie dann einfach nochmal und... Und wenn nicht, dann bleibe ich halt einfach nur 20 Minuten. Ja, das geht auch. Gut, okay. Ja, alles klar. Ja. Okay. Tschüss. Ciao, mach's gut. Chemie statt Kammerkonzert? Während Joshua um seine Probe kämpft, kämpfen die anderen wie jeden Tag in Belvedere mit ihrem Instrument. Ein Schüler von Ihnen und ich habe ein Problem. Ich habe um 15.30 Uhr Ensembleprobe, aber es ist ja schon um 15.50 Uhr Chemieunterricht. Ja. Was kann ich da jetzt machen? Ich wahrscheinlich nur 20 Minuten zu dem Ensemble gehen, oder? Die Ensembleprobe geht von bis? Von 15.30 Uhr bis wahrscheinlich eineinhalb Stunden oder eine. Oh, ja. Doch so lange? Ich weiß nicht, also länger als 20 Minuten auf jeden Fall. Hm. Das heißt also, die erste Chemiestunde fällt flach, weil... Ja, das frage ich Sie. Oder ob irgendwas Wichtiges heute ansteht. Chemie ist immer wichtig, aber die Musik ist natürlich bei euch wichtiger. Also würden Sie das einsehen, dass ich dann ja, in der Stunde... Ja, bitte, das auf jeden Fall selbstständig zur nächsten Stunde nachzuholen. Ja. Und da kommst du jetzt gleich mal mit. Mhm. Und ich gebe dir das, was wir heute machen. Okay. Dass Sie das anschauen können. Auf der Schule hier hätte ich schon gedacht, dass die Lehrer sich auch mit den Hauptfachlehrern abstimmen und das alles selber ein bisschen besser organisiert haben. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Schüler das dann alles organisieren sollten. Aber zum Glück hat die liebe Chemielehrerin mir das jetzt erlaubt. Aber ich muss halt die Sachen nachholen. Aber immerhin. Alles klar. Also, danke schön. Tschüss. Tschüss. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aber dafür klappt es jetzt mit der Kammerkonzertprobe. Als Neuer gleich am Anfang für ein Konzert ausgesucht zu werden, das ist schon was. Das ist schon toll, dass sie da beschlossen haben, dass ich jetzt im Ensemble mitmache und schon demnächst dann auch auf dem Konzert was spiele. Das ist schon cool. Ja, so. Herr Gläser, wann ist denn das eigentlich, dieses Konzert? Am 16. Oktober. Und im Fürstensaal aber? Ja. Und wo ist der? Hauptgebäude der Hochschule. Wir wollen heute einige Stellen aus dem Marimba Spirituel schon mal vorüben. Und ein schwieriges Problem bei dem Stück ist, die Noten zu wenden bzw. die Seiten von einer von der rechten Seite auf der linken Seite zu ziehen. Ja. Eins, zwei, drei und rein. Okay, dann. Ja, das ist so. Nochmal 18. Drei und. Wird jetzt gleich im Duett spielen. Bei der Chorrepetition mit Frau Winde. Guten Tag. Haben Sie meine Noten bekommen? Bei der Chorrepetition begleitet das Klavier den Solisten. Also hier die Klarinette. Wie weit bist du mit dem dritten Satz? Ja, ganz, aber ich weiß nicht, ob das... Wir machen erst mal einen zweiten und dann schauen wir mal.